Alright, right, right, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv. Ja, ich denke mal Nacht. Ist schon Corona vorbei, wenn dieses Video rauskommt? Leben wir schon in einem wunderschönen Land? Haut ein Like rein, wenn wir in einem wunderschönen Land leben, Leute. Wisst ihr, worauf ihr auch ein Like reindrücken solltet? Nicht nur, damit wir mehr als TikTok haben, nein, damit wir auch Season 7 langsam einleiten können. Der Hype wird langsam real. Ne, und dabei gehen wir nicht zum Real, wir gehen jetzt auch zum Lidl, dort gibt es auch ein paar nette Sachen. Und dann passiert da auch so einiges. Und natürlich fragen sich so viele, was ist das Thema von der Season 7? Und da kursieren jetzt schon diverse Gerüchte und Theorien rum, die sehr plausibel alle sind. Ne? Da vieles davon kann zum Beispiel ein Indiz dafür sein. Einige könnten nur ein Teaser für ein Crew-Paket-Skin sein. Und. Deswegen diskutieren wir einfach mal über das ein mögliches Thema. Theorien oder Gerüchte hin oder her? Schreibt mal runter, auch natürlich in die Kommentare. Und ihr könnt ja mitdiskutieren, welches dieser Themen ihr feiert oder welches Thema ihr feiern würdet. Das wäre auf jeden Fall mega, mega nice, ne? Und zu Season 7 sind es jetzt was noch knappe 16 Tage. 16 Tage, Leute. Hey, nicht mal, ihr schreibt in dieser Zeit wahrscheinlich nicht mal eine Mathearbeit, doch einige schon. Einige werden bestimmt eine Mathearbeit schreiben. Einige gehen ja auch jetzt schon Schule, weil das Ganze vorbeigeht. Aber Abo-Button und Glocke, wenn euch das Video empfohlen wurde, damit wir diese hartnäckige 773.000 mal knacken. Ne? 700 Abonnenten fehlen jetzt noch, damit wir den nächsten 1000er-Step kriegen. Und natürlich, damit ihr Toys Season 7 nichts verpasst, auch zum Live-Event, wenn das ein bisschen näher kommt. Damit ihr da einfach mal Bescheid wisst. Aktuell, Season 7, gibt es eigentlich im Prinzip drei Gerüchte. Doch, drei Theorien kann man dann bei den ganzen runterbringen. Und zwar unter anderem auch einige Questlines, die erst morgen im Update reinkommen. Da komme ich noch gleich zu. Und natürlich, eines der ersten Dinge sind natürlich die Ladebildschirme, die wir durch dem Crew-Paket kriegen. Dort haben wir die Kuschelbeauftragte, die in einer Zukunft gelandet ist, in einem Paralleluniversum oder laut Fortnite-Beschreibung Berarel-Universum und eines kompletten Science-Fiction-Stadt. Und dann baut sie dort im zweiten Ladebildschirm einen Roboter auf, den die dann konstruiert. Auf einmal ist voll das Genie geworden. Und im dritten Ladebildschirm sehen wir, wie die in einer Zukunftswelt gegen andere kämpft. Und die Theorie hatten wir schon grob angesprochen, deswegen nicht super lange da jetzt verweilen. Ne, natürlich macht es auch Sinn, wir sind jetzt in Urzeit und wenn wir komplett im primitiven Zeitalter leben, könnten wir in der nächsten Season auch natürlich genauso gut in einer Zukunftsseason leben. Nochmal weiter Zukunft, als es tatsächlich dann... Boah, der war clean, der war nicht so clean, der war clean, der war nicht so clean. Und sehr schön, Hammer. Okay. Ne, Zukunft hier, in einer weiten Zukunft. Sprachen lernen, Bubble. In einer weiten Zukunft gelandet sind, noch weiter als es in Season 9 der Fall war. Und in diesem dritten Ladebildschirm sehen wir dann auch tatsächlich ein paar Science-Fiction-Motorräder, dass sie dort ein bisschen Hovercrafts haben, rumfahren. Und dann sehen wir auch diesen Roboter, der gebaut wird. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch eine der aktuell beliebtesten Theorien, die wir haben, was Season 7 angeht und dem Thema. Man muss aber dazu bedenken, dadurch, dass es natürlich Ladebildschirme sind, die wir kostenlos für Fortnite Crew kriegen, könnte das natürlich einfach nur der Teaser sein für den nächsten Crew-Skin, der jetzt in Juni, Anfang Juni rauskommt. Und dann wäre das halt der Science-Fiction-Kuschelbeauftragte. Oder beziehungsweise der Roboter-Kuschelbeauftragte. Aber, ja, okay, leider kein Bot. Okay, oh, bin stolz auf dich, hat er mich durchgelasert. Ne, und dann wäre das halt der Roboter-Skin, aber dadurch, dass Fortnite Crew natürlich direkt zum Start der Season quasi da ist, ne, im Prinzip würde da Anfang Juni kommen, der Skin, und 7 Tage später würde die Season starten, könnte es immer noch natürlich so ein kleiner Indiz sein, dass das jetzt unser Thema ist dafür, ne. Das ist aber die Zukunftstheorie, ist, denke ich mal, die zurzeit geläufigste und beliebteste. Eine zweite, eher wenig diskutierte Theorie ist, dass dieser Typ hier sich einfach nutzlos geimpulsiert hat. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ist die Alien-Theorie, würde ich die mal jetzt nennen. Und zwar, die Alien-Theorie kommt dann... Da ist der Kollege. Da ist er. Zack, 17er Shot, genau. War geil. Passt. Aber ich habe ja auch keine AR, ne? Aber ich habe eine SMG. Das hat gepfeffert bei mir. Oh, sweet. Und natürlich, wenn ihr mich für die Season 7 supporten wollt, Leute, auch wenn es noch 16 Tage ist und der Code bis dahin noch einmal kurz rausfliegt, trotzdem kriegen wir diverse Skins noch, zum Beispiel Deathstroke, noch weitere Batman-Sachen kommen rein, ne? Gerne Creator-Code HeyStunny eintragen. Apropos Deathstroke, kam auch gerade die Info rein tatsächlich, dass wir einen neuen Cup bekommen, wo wir einen neuen kostenlosen Skin freischalten können, und zwar im Deathstroke Zero Cup. Solo-Turnier am 27.05. um 19 Uhr könnt ihr den freischalten. Für 8 Punkte kriegt ihr schon mal einen kostenlosen Ladebildschirm. Und für die Top 4500 Spieler gibt es dann den Deathstroke-Skin kostenlos. Und später kommt er natürlich ins Shop rein. Das ist jetzt eigentlich Ende der Woche knapp, ne?
Sweet, 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 sweet. Ja, gut, dass ich noch alles habe. Die Alien-Theorie. Und die ist gar nicht mal so unbegründet, weil wir noch eine große Quest-Reihe kriegen, genannt Foreshadowing, ne? Beziehungsweise auf Deutsch Vorahnung. Etwas, was auf uns zukommt und in der Zukunft passiert und etwas hinbaut, was jetzt demnächst kommt. Wir hatten schon eine Questline, das Spire, das hat ja zu Res geführt. Und eine neue, größere Questline, das wird die Foreshadowing-Questreihe sein, beziehungsweise die Vorahnung. Die sollte jetzt auch mit dem Update morgen natürlich starten. Und da werden wir natürlich auch live sein, nur so nebenbei. Wir werden natürlich morgen live sein, direkt morgen 8 Uhr. Und dann ganze Stream beachtet nur natürlich, dass das Update sich auch verschieben kann. Und wenn Last-Minute-Bugs gefunden werden, ich werde euch da auf Twitter und Instagram auf dem Laufenden halten, sobald genaue Zeiten bekannt sind. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt hoch, dass wir das jetzt am Dienstag machen. Falls ihr das Video jetzt erst ein paar Tage später schauen, bemerkt auch noch folgende Streamtermine, die ich jetzt hier oberhalb der Facecam jetzt einblende. Ne, da kommen auf jeden Fall noch ein paar diverse Streamtermine. Und natürlich der 8-Stunden-Stream. Jeder Sub eine Minute länger in die neue Season hinein, wie wir es schon in Season 4 und Season 5 gemacht haben. Da habt ihr immer eskaliert. Wir haben 27-Stunden-Stream geschafft, wir haben 25-Stunden-Stream geschafft. Und diesmal schaffen wir bestimmt wieder mal einen 24-Stunden-Stream. Ich habe voll Bock. Wird eine Party, Leute. Wir machen ein geiles Programm. Community Games, Quizzes, Q&As und was auch immer. Und werden wir auf jeden Fall durchdannen. Wird bockig, ne? Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Auf twitch.tv/hasten. Weil mich da auch schon so viele fragen, ob ich das immer wieder mache. Deswegen jetzt schon mal direkt die Info, ne? Tage vorher. Dass ich das auf jeden Fall veranstalten werde. Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, Alien-Theorie, ne? Dass wir dafür eine Questreihe kriegen. Und in dieser Questreihe gibt es diverse Aufgaben. Erstmal müssen wir ein paar Teleskope reparieren. Soweit, so gut. Ne, der Text von Bunker Jonesy heißt, dass die nicht wollen, dass wir in den Himmel schauen. Oh, kommt mir bekannt vor. Hat ein bisschen Season 3 Vibes, wo wir dann den Meteor im Himmel hatten, ne? Der dann gekommen ist, weil wir dort auch in den Himmel ganz Zeit geschaut haben. Aber diesmal sollen wir in den Himmel schauen, oder beziehungsweise jemand will nicht, dass wir in den Himmel schauen. Deswegen müssen wir Teleskope reparieren. Ist jetzt ein bisschen komisch, dass ihr da ja die Aufgaben noch nicht kennt und noch nicht raus sind. Naja, aber die sollten da auf jeden Fall in demnächst starten. Die zweite Aufgabe ist, dass wir ein Radio reparieren sollen, um Kontakt aufzustellen. Soweit, so gut. Die dritte Aufgabe ist schon mal ein bisschen deutlich interessanter und deutet viel mehr auf Aliens hin. Und zwar müssen wir Warnschilder bei Kornkreisen verlegen. Also wird es im Laufe dieser Aufgabe anscheinend Kornkreise geben, ne? Auf dem, ich denke mal, diversen Farmfelder wie Colossal Crops und so weiter. Und auch bei den ganzen Farmgeschichten, bei dem Eisernen Farmer heißt er, glaube ich. Und dann sollen wir Warnschilder aufstellen, dass Aliens kommen. Oder haben die Aliens die Kornkreise produziert und deswegen sollten wir die Teleskope reparieren. Also ihr seht es, ne? Hat ein bisschen Alien-Vibes mit Kornkreise, Teleskope in den Himmel schauen. Könnte natürlich auch wieder ein Meteor sein, ne? Wegen dem Fundament. Ist ja auch mit einem Meteor gekommen. Dass die Sieben wieder mal eine Rolle spielen. Wir warten sehnlichst darauf, dass sie mal endlich mal wieder reinkommen. Aber das ist auf jeden Fall eine der geläufigen Geschichten. Und diese Questreihe hat auf jeden Fall so ein bisschen Alien-Feeling, muss ich sagen, ne? Gerade mit den Kornkreisen, dass wir dort Warnschilder aufbauen sollen. Okay, der schwitzt mir da zu viel, Leute. Ich will gerade ganz entspannt ein paar Theorien runterknattern, aber der hat jetzt ein bisschen mehr zu viel Schwitzwasser da fallen gelassen. Uncool. Ist uncool. Ich glaube, ich gehe lieber auf den Loot Drop im Norden. Dann, da ist was unterwegs. Und die letzte Aufgabe von diesem Foreshadow Questline wäre, dass wir Spooky TVs kaputt machen sollen. Also, ne, Verhexte oder beziehungsweise die komischen Geräusche von sich geben. Fernseher, die wir dabei kaputt machen sollen, damit da keine komischen Signale gesendet werden sollen. Hat auf jeden Fall Alien-Vibes, ne, und fühlt sich so ein bisschen nach Alien an und könnte vielleicht Außerirdische sein, die dann hier vorbeikommen, die vielleicht auch genauso Bock auf den Zero-Point haben oder sowas, ne. Oder die Sieben sind natürlich auch Außerirdische. Kann man natürlich auch jetzt so stehen lassen. Und Kornkreise könnten die genauso produzieren. Ist natürlich weit hergeholt, ob die Sieben jetzt wirklich in Season 7 eine Rolle spielen. Das Fundament wird wahrscheinlich auch, denke ich mal, ein bisschen wieder eine Rolle spielen, aber dazu müssen wir noch ein bisschen warten. Alles ist möglich, aber Alien, so die, das Thema, das Grobe, könnten wir schon da so ein bisschen eigentlich dahin ziehen, ne? Und dann kommen wir zu der letzten Beziehungstheorie. Und das ist natürlich, dass die Zeitalten hier jetzt weiter fortgespielt werden und wir in einem Ritter-Mythologie-Zeitalter landen. Dazu gibt es diverse Skins und natürlich auch das Thema jetzt in dieser Season, die ein bisschen dahin ziehen, sage ich mal. Ne? Wir sind jetzt in der Urzeit, das nächste Thema wäre jetzt theoretisch frühes Mittelalter oder was auch immer. Deswegen haben wir auch Ritter-Skins bekommen und die es so ein bisschen dahin, sage ich mal, zieht. Und wir haben auch diverse andere Skins bekommen, die so ein bisschen Richtung Mythologie gehen. Unter anderem Aurelia, weiblicher Midas, ist schon mal so, beziehungsweise, ne, ist schon so ein bisschen griechische Mythologie, was das angeht. Aber auch die Medusa-Frau, die Stone... Wie war das kein Hit?
Wie war das kein Hit, Leute? Das war doch voll drauf. A Dude named Phil. Ein netter Bot. So. dann die Medusa-Frau. Auch griechische Mythologie, ne? Dass sie da ein bisschen dahin geht. Die ganzen Ritterskins und so weiter. Dass wir da ein bisschen wieder so ein Ritterthema bekommen. Wobei wir auch in Season 3 schon weiblichen Ritter sind. Oh, da rechts. Okay, der Rocket Launcher verfehlt. Sehr schön. Ich fahre mal lieber zum... falls ihr euch fragt, warum ich die Tactical mitgenommen habe. Ich will zum Schnitter gehen auf der linken Seite. Und dort meine Waffe upgraden. Und deswegen fahre ich da jetzt erstmal nach links, um die Tactical auf Legendary zu bringen, weil in meinem Auge beste Shotgun sowieso ist auch wurscht. Ne? Aber ne, dazu gibt es jetzt eigentlich nur diese Skins und die darauf hindeuten, aber trotzdem ist es eine breite Theorie, sag ich mal, dass wir jetzt nach Urzeit natürlich das nächste Zeitalter bekommen und das ist halt nicht Zukunft, sondern frühes Mittelalter und da deuten natürlich so ein bisschen die Skins darauf hin und dass wir da ein bisschen hingehen. Die Frage ist so, was sagt ihr dazu, Leute? Schreibt mal runter in die Kommentare, würde mich natürlich brennend interessieren. Würde mich, da kommt jetzt noch einer mit, oder was? Da kommt jetzt noch einer mit. Auf der rechten Seite findet ihr natürlich noch weitere Videos, die ihr gerne auschecken könnt. Oh Mann, ich wollte noch eine upgraden. Und ich bin tot. Ja, ich bin tot. Like-Button, Abo-Button, würde mich mega freuen. Klickt da rein auf jeden Fall, wenn wir die 773.000 knacken wollen. Und die Season 7 natürlich. Und ich bin mal mega gespannt, was ihr für Kommentare schreibt. Und gebt mir Flosse. Flop.